Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gambit. Ich spiele heute mal wieder Mech Arena. Heute ist Mittwoch. Und ja, dann will ich mal direkt starten mit Wettbewerb, würde ich sagen. Noch bin ich auf Platz 3. Vielleicht werde ich ja Platz 1. Nein, ich werde nicht Platz 1. Er hat schon 5000 Punkte. Ja, vielleicht werde ich Platz 2. Viel Spaß. Okay, wir starten mit der ersten Runde. 5 gegen 5. Ich nehme den Raketenwerfer. Ist eine ziemlich kleine Arena hier. Aber man kommt gut mit der Artillerie eigentlich überall hin. Außer in der Mitte halt, da ist dann halt unten der Steg, wo man sich drunter verstecken kann von der Artillerie. Wegbewegt. Ich glaube, ich habe einen Frosch im Hals. Okay. Das macht er nur einmal mit mir. Das macht er nur einmal. Jetzt kann er es nicht mehr machen. Okay. Also für den Gegner. Es ist doch kein Hals- und Beinbruch. Wir haben noch gute Chancen. Ah, schade. Ich
Einsatz. Ah, jetzt spiele ich mit denen hier, mit denen mache ich ein bisschen wenig Schaden. Wenn ich mit denen spiele, kommt es darauf an, wie die anderen spielen. Der ist eigentlich nur gut zum Tanken. Und? Ist er voll down? Nein, ist er nicht. Doch. Double KO. Ein Fliegenschiss noch, dann ist er down. Okay. Nicht von mir, aber egal. Er ist down. Okay, jetzt nicht mehr. Ich werde anvisiert. Ah, das war klar. Aber trotzdem noch gewonnen. So. So hat sich das Blatt gewendet. Würde ich mal so sagen. Und welchen Platz habe ich gemacht? Den zweiten. Gut. Dann bin ich mit zufrieden. Eigentlich nur den dritten, ja. Er war der Beste, dann er hier und dann ich. Mit punktemäßig ist er der Beste. Dann er, dann ich. Egal, ich bleib Platz Nummer 3. Gut, dann bis gleich. Und die zweite Runde geht los. Ich habe zuletzt mit dem gespielt. Jetzt ist der dran. Lass mich doch hier durch. Hinter dir. Kill ihn, kill ihn. Bitte schön. Mein Magen, der knurrt gerade richtig. Boah, gut, dass sie das nicht hört.
Ah, verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Der ist noch nicht gestorben. Ich spiel weiter mit meinen Zipieren. Ihr wisst, wen ich meine. Mit meinem T-Rex. Okay. Schnell wieder aufladen. Zack, 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 zack. Kamikaze einfach rein. Zack. So, dann spielen wir jetzt wieder mit der Artillerie. Schon der erste Kill. Es geht auch schnell. Einsatz. Das Blatt könnte sich mal wieder wenden. Erste Runde verloren, zweite Runde gewonnen und die dritte Runde. Was passiert da jetzt? Die Spannung steigt wie ein Luftballon. Der hat mich sogar hier erwischt. Lass mich doch hier weg. Okay. Getroffen ja, down nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Wir verlieren. Weil ich gestorben bin, verlieren wir. Verlängerung, okay. Da ist noch der eine mit wenig Leben. 14. Los, noch ein. 15. Nein, wir verlieren wieder. Unentschieden. Ah. Ich würde mal sagen, er hier hat mit den auf den ersten ist, die meisten Kills gemacht, hat man ja auch gerade gesehen.
dass ich den in der zweiten Runde sofort rausgenommen habe. Was heißt sofort? Er hat, glaube ich, 2 Kills gemacht, dann habe ich ihn rausgenommen, also rausgeholt. Dadurch haben die ja verloren wahrscheinlich, denke ich mal. Kann er mit den anderen nicht so gut spielen, außer mit dem wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ist nur eine Vermutung. Gut, auf welchem Platz bin ich? Platz 2. Schon wieder dritter Platz. Caesar war besser als ich. Also eigentlich ist Caesar hier der stärkste von auch von Gegner, ja. Nicht auch von Gegner. Er hat mehr Punkte. Also hat er wahrscheinlich noch mehr Schaden gemacht als der erste von unseren. Ah, egal, ich bin 3. Weiter geht's. Die dritte Runde geht los. Mit dem war ich, glaube ich, gerade unterwegs noch. Ba, ba, nein, nein, nein. Ah. La 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 la. So, man kommt jetzt der dran. Jetzt wird gelasert. Aber wo wird gelasert? Hier. Ich wollte ein bisschen schlau tun und von hinten angreifen. Okay.
Okay. Rache. Double KO. Schön wird bei der Artillerie angekommen. Ach, gewonnen. Freue gar nicht mehr. Naja, ein Sieg, ein Unentschieden und noch ein Sieg. Es war ein sehr erfolgreicher Tag heute, würde ich sagen. Ja. Gibt es da sonst noch was hinzuzufügen? Oh, diesmal war ich aber nicht so gut. Trotzdem der drittbeste. Ich war besser wie der beste von den Gegnern. Ich bin heute dreimal der drittbeste gewesen. Nice. Oder auch nicht. Ja, doch. Passt schon. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.